So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shakespeare für JD. Wir befinden uns gerade auf S30. Und ja, ich habe gestern leider nur Stufe 13 geschafft, eben weil meine Gilde jetzt nicht so extrem gut ausgebaut ist. Ich habe irgendeine, keine Ahnung, bin ich in irgendeine reingegangen, ich habe irgendwann mal eine Einladung bekommen. Und dann bin ich halt da einfach reingegangen. Ja, wie gesagt, ich mache eigentlich auch auf dem Server nicht wirklich mit. Ich hätte mich jetzt mehr reingesteigert, wenn es wirklich ein Server gewesen wäre, wo ich halt gesagt habe, gut, da legst du jetzt nochmal los, weil du eine Woche spielst, aber so weiß ich gar nicht, wie lange ich spiele. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt einen Tag. Heißt also, ich weiß nicht, hatte eigentlich nur vor, bis jetzt, also heute nicht mehr dann weiter zu spielen, aber ich denke mal, heute mache ich dann noch, doch noch, ja, um halt zu gucken, wie sich das Ganze dann so abschließt. Hier und werde dann natürlich auch noch ein paar Mal vorbeigucken, weil ich denke, es ist relativ interessant, was auf S30 so passiert. Es war dann doch nicht ganz so uncool, wie ich dachte eigentlich auf S30, weil da wirklich teilweise, ja, also Dreamscape ist natürlich dann doch dabei. Ja, Hanrizzle, ich nenne den erstmal so, ist da und ja, es gibt hier noch ein paar Leute, die mir bekannt vorkommen. Maxwell und so weiter und so fort. Ja, Rapids natürlich auch. Und sind hier schon ein paar Leute dabei, wo ich mir halt so denke, ja, okay, die kennst du irgendwoher. Und vor allem, es ist, man merkt auch, dass die auch wirklich hier sich Mühe geben. Also es ist halt so, dass ich jetzt im Moment, keine Ahnung, Rang 300 bin oder irgendwas. Es ist schon relativ schlecht dafür, dass, also was ich dann halt irgendwie gestern so gemacht habe. Normalerweise müsste ich eigentlich ein paar Ränge weiter oben sein, ich denke mal 150 oder so. Im Vergleich jetzt zu einem normalen Server. Ja, ich habe nur Stufe 13 erreicht, das heißt, eigentlich hätten drei Stufen noch drin sein können. Eigentlich. Aber wie gesagt, dazu fehlt mir dann halt auch irgendwie so die Erfahrungspunkte von den anderen Gilden. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht beschweren, weil ich bin einfach in irgendeine reingegangen und was soll ich, wie soll ich eine Bewerbung gestalten, wo ich halt sage, ja, ich höre sowieso nach ein paar Tagen auf. Das kann ich bei keiner guten Gilde bringen und deswegen bin ich einfach in irgendeine reingegangen. ja, und deshalb denke ich mal, eigentlich ist es schon relativ, ja, relativ stark, was hier dann doch schon abgeliefert wird. Man merkt allerdings, dass es halt dann doch nicht so extrem heftig wurde, wie ich halt gedacht habe. Also ich dachte, ich habe ja immer gesagt, ja, das wird übelst das heftige Ding und übelst krass und so weiter und so fort. Es wurde nicht so krass. Also wir haben jetzt 525 Gilden. Weiß nicht, warum noch Mercy? Sehr gut. Gucken, wie viele Spieler. Wir haben jetzt 8400. Ich weiß gerade nicht, ob das für den ersten Tag ganz gut ist oder nicht. Ich denke mal ja. Ich weiß es leider nicht mehr. Muss ich mal gucken, was bei den anderen Servern so war. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, seitdem ich irgendwie Serverstart so in dem Sinne mitgemacht habe. Wobei ich ja den eigentlich auch nicht so wirklich mitmache. Ich meine, der Stufe 13 ist natürlich nichts. Da müssen mindestens noch zwei Stufen drauf, wenn nicht sogar drei. Am ersten Tag und das Sammelalbum ist auch erst bei 17% oder so. Das müsste eigentlich auch nochmal um 20% gesteigert werden. Am ersten Tag natürlich. Und dann eigentlich müsste man jetzt hier den ganzen Samstag halt nur Sammelalbum farmen und die ganze Zeit Stadtwache rein und Stadtwache. So, das wäre eigentlich so das, was man jetzt machen müsste. Wenn man denn jetzt hier wirklich ganz weit oben sein möchte, es ist im Moment Erfahrungswochenende. Das bedeutet, es gibt jetzt doppelte, ich weiß gar nicht, Erfahrungspunkte, was relativ vorteilhaft ist. Hier hat schon jemand seine Alu gemacht, zum Beispiel heute. Relativ, ja, ungeil, weil es halt teilweise auch, sage ich mal, irgendjemand muss es ja machen, ist ja klar. Aber so krass ist es nicht. Die meisten machen das halt erst am Nachmittag, weil dann halt der Ausbau besser ist. Und ja, ihr kennt das ja alles. Hier wird halt gespielt, wie gespielt wird. Ja, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand hier White Walkers genannt hat. Das wäre mal ganz interessant. Tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es auf S28 und S29 welche gab. Auf S28 sogar aktive Faker, glaube ich. Die sich echt einen Spaß draus gemacht haben, aber auf S30 scheint es dann doch nicht mehr die Rekordgilde zu geben. Ich weiß gar nicht, ob meine Gilde eigentlich vergeben wurde.
Nö. Wurde nicht. Das ist natürlich cool. Dann schnappe ich mir die nachher. Wenn ich dann halt aufhöre, heute Abend oder so, schnappe ich mir die Gilde einfach und gehe dann da rein und das war's. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann natürlich auch probieren, die Gilde da, keine Ahnung, zu faken, aber mir macht das eigentlich überhaupt nichts. Mir ist wichtig, dass ich meinen Namen habe, dass den irgendwie keiner so direkt klaut, aber es macht eigentlich von. Also, ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch gar keinen Fall, wo ich echt so gesagt habe: Ja, das ist. Der hat mich jetzt wirklich krass gefaked. Ich weiß, glaube gar nicht, ob mich überhaupt schon mal einer gefaked hat. Müsste ich direkt mal gucken. Ich glaube nicht. Ja, das passiert mir eigentlich nicht gut. Bei mir gibt es auch noch nicht so viele Leute, die das machen würden. Aber ich habe schon Leute gesehen, die halt wirklich gefaked wurden. Und die hatten halt auch weniger Abos und so weiter und so fort. Da habe ich mir dann auch gedacht, what? Und deswegen denke ich mal, ist das bei mir noch relativ stabil. Ich weiß gerade gar nicht, ich bin jetzt gerade auf S24. Können wir mal ganz kurz was probieren? Ja, ich hatte ja, glaube ich, gestern schon das Update angesprochen. Also, ich überlege gerade. Das Update besteht halt eigentlich nur aus der Flimmerkiste, was ihr halt da schon teilweise rumfliegen gesehen habt im Bild. Da kann man sich dann halt ein Video angucken und bekommt einen Pilz für. Oder am Pilz-Event, glaube ich, auch zwei. Und dann hier im Zauberladen gibt es ein unauffälliges Buch. Das kann man ab Level 66, kann man da draufklicken. Und dann kommt man hier zu dieser Hexe. Ja, die sitzt hier vor einem Hexenkessel und braut munter irgendetwas. Ja, ein Brustpanzer ist heute gefragt. Heißt, ich werde den da auch gleich reinschmeißen. Aber vorher werde ich erstmal den noch in die Toilette werfen. So. Sogar noch einen Intelligenztrank, den kann ich gleich mal mitnehmen. Sechs eins eins sechs eins sechs heißt, bringt 0,05%, wenn einer auf dem Server einen Brustpanzer reinwirft. Ungefähr, ich glaube auch vielleicht manchmal 0,06, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Eigentlich direkt mal ausprobieren, aber die kosten Pilze, ey, du, das sehe ich nicht ein. nee, das mache ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall bringt es nicht so viel. Und das ist halt serverweit im Prinzip, da kann jeder halt was reinwerfen ab Level 66 und dann passt das meistens schon. Oder halt auch nicht. Und ja. Da ist das alles schon relativ. Ja, ich weiß nicht, wenn man nämlich, ups, das habe ich ja gestern auch, glaube ich, schon gesagt, wenn man jetzt hier halt zum Beispiel, wenn man hier 100% hat, dann fängt die Hexe halt an, Schriftrolle zu brauen und dann gibt es halt, die kann man halt dann im Zauberladen kaufen. Damit kann man dann halt unterschiedlich seine Sachen verzaubern. Es gibt halt jeweils halt immer eine Schriftrolle für einen Ausrüstungsgegenstand und da kann man sich dann halt einen aussuchen von und ich weiß gerade nicht, in welchem Rhythmus die dann weitergebraut werden, das müsste ich mir nochmal angucken. Aber auf jeden Fall gibt es dann halt verschiedene Bonis, zum Beispiel, dass man halt an einem Tag, also dass man am Tag halt ein Bier mehr trinken kann. Also man kann dann halt 11, man kann dann halt in dem Sinne halt 320 Alu spielen. Oder man kann halt auch die Reisedauer verkürzen. Also ja, dass man halt nicht mehr so lange braucht. Man braucht dann halt zum Beispiel für eine Quest nicht mehr 10 Minuten, sondern nur noch, keine Ahnung, weiß ich nicht, 9. Tut mir leid, ich weiß leider die Zeiteinheit nicht. Das ist mir leider ein Rätsel, wie die aufgeteilt ist. Ja, aber ansonsten glaube ich, denke ich mal, kommt das relativ gut hin, was ich sagen wollte. Ja, ihr seht hier noch, hier ist überall Stadtwache drin, deswegen werde ich heute werde ich nochmal heute ein Video natürlich machen. Ich habe ja gesagt, mindestens 3 zu S30 kommen bestimmt. Und ja, da habe ich dann halt hier mal die Top 15 im Auge und na gut, hier ist ja eigentlich nichts zu erkennen, weil ist ja klar, aber Carpe Noctem ist, denke ich mal, relativ weit vorne. Die Sieger der Herzen und TN Rescorrection. Ich weiß ja nicht, wie viel die haben, tut mir leid, aber ich sehe es mal so an der Mitgliederanzahl. Es kann natürlich auch sein, dass die hier nur ihre Festung ausgebaut haben und dadurch ihren Boni vernachlässigt haben.
Das weiß man alles nicht, aber man sagt eigentlich immer, bis Ausbau, also bis 20 Mitglieder rein können. Pro Schicht ist das Ganze, ja, soweit sollte man das halt am Anfang ausbauen, weil dann halt die Rotation relativ einfach ist und auch nicht mehr so kompliziert und dadurch auch nicht so viel Boni verloren geht. Ich weiß nicht, wie die es jetzt noch gestalten, ob die dann halt zum Beispiel sich gedacht haben, ja, wir machen jetzt halt 50 durch 3, was ja dann in dem Sinne, also dass die halt, nee, oder beziehungsweise 50 durch 2, so, nicht durch 3, rechnen wir jetzt nicht durch 3, durch 2, dass die halt im Prinzip zwei Schichten tatsächlich haben und dass die halt bis Stufe 25 ausbauen. Das kann natürlich auch sein, das kann man auch machen, aber es bringt halt einen kleinen Verlust an Boni mit sich und deswegen denke ich mal, ist das nicht so hammergeil. Gut, Leute, ich habe jetzt erstmal das gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich habe jetzt noch zwei Dungeons gecleant, auf S30. Naja, so viel ist hier noch nicht, also da kommt eigentlich auch nicht mehr so extrem viel, denke ich mal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ganz auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und so weiter und so fort. Kennt ihr ja. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.